schönes Westberliner Wohnzimmer mit Möbeln aus den 60er Jahren, oder? Genau, das ist so Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Die bekommen demnächst auch noch so schöne Plastikschürzen, damit sie nicht zu sehr abnutzen. Aber wir wollen natürlich schon, dass sich die Besucher hier auch wirklich hinsetzen und das Ganze so ein bisschen genießen können. Und die Trockenhaube gehört auch dazu? Die gehört auch dazu. Die haben wir extra nicht funktionsfähig gemacht. Man glaubt nicht, was die Leute ausprobieren, was ja an sich schön ist. Aber wenn die immer lief, dann wird es einfach warm und es hat ein bisschen der Geräuschpegel gestört. Aber ansonsten kann man sich ja gerne trocken drunter setzen und einfach mal ausprobieren. Ein sehr schönes Teil. Aber die hatte man wahrscheinlich dann nicht im Wohnzimmer? Nee, die stand dann eher beim Friseur. Das ist so eine von den besseren Varianten. Und dann war natürlich noch die Haube drüber, dass die Luft nicht in alle Richtungen wegströmt. Aber wir haben gesagt, so in dieser Art reicht es hier. Man versteht, dass es eine Trockenhaube ist und dass sie halt von der Art her ganz klar aus der damaligen Zeit stammt. Wie finanzieren Sie denn all diese Sammlerstücke hier? Das ist komplett privat finanziert, das Museum. Es wird getragen vom Verein Historiale. Der Verein hat aber sehr wenige Mitglieder, die einfach nur dieses Vereinskonstrukt brauchten, um die ganze Abwicklung zu machen. Im Großen und Ganzen sind das die Unternehmen, die unter dem Label Berlin Story operieren. Und wir finanzieren das einfach privat. Es gab eine Anschubfinanzierung von der Stiftung Klassenlotterie, die auch ganz gut war, die aber wirklich nur einen Bruchteil der gesamten Ausstellung gedeckt hat. Und deswegen ist auch so, dass die Ausstellung zum Teil nach und nach gewachsen ist, je nachdem, was man dann noch an Exponaten gesehen oder bekommen hat. Natürlich mussten wir auch deutliche Abstriche machen bei Dingen, die wir uns einfach nicht leisten konnten. Wir haben zum Glück draußen noch zwei echte Mauersegmente. Das war natürlich drin, auch diese hübschen Möbel. Es gibt dann immer wieder Dinge, wo wir sagen müssen, wir haben leider keine 50.000 Euro rumliegen für irgendwelche originalen Exponate, die unser durchschnittlicher Besucher auch einfach nicht von einer Kopie unterscheiden könnte. Da müssen wir auch sagen, häufig kommt die Frage, was gibt es hier an Originalen und Besonderheiten? Da haben wir natürlich Sachen, wir haben Landebleche aus Gato, wir haben einen echten Judenstern und so weiter. Aber für unsere Besucher ist eigentlich nicht entscheidend, was wir an Originalen haben oder an teuren Exponaten, sondern dass wir ihnen die Geschichte am Stück erzählen. Und deswegen ist es bei uns nicht so schwierig wie in, sagen wir mal, klassischen Museen, wo es exakt darauf ankommt, das Original aus dieser oder jener Sammlung zu haben. Und das macht es dann auch einfacher, wenn man es privat finanziert. Wir müssen auch nicht das berühmteste Bild von einer Szene haben, sondern wir können das zweitbekannteste nehmen, wo dann die Lizenzierungsrechte geringer sind und so weiter. Und da muss man eben dem Tribut zollen und sich daran, also damit arrangieren. Nun hoffen Sie ja auch wahrscheinlich von diesem Cross-Promotion-Effekt des Gruselkabinetts, dass die Leute, die dort hineingehen, auch noch zu Ihnen kommen. Ist denn das Ihre Zielgruppe? Ja, definitiv. Also Museumsgänger in ein Museum zu locken, ist ziemlich einfach. Das ist wie biertrinkende Leute in eine Kneipe locken oder so. Das ist keine Besonderheit. Macht man ein schönes Museum auf, kommen Museumsgänger. Das kann man machen. So, aber wir wollen ja auch die Leute bilden, die es eigentlich nicht tun. Und ich würde sagen, der durchschnittliche Mensch sagt nicht, gehe ich ins DHM oder ins Gruselkabinett. Solche Entscheidungen werden selten gefällt. Sondern die Leute gehen ins Gruselkabinett und dann sagen wir so, und jetzt kannst du noch eine Etage runtergehen und noch Bildung mitnehmen. Und hier ist ja seit 18 Jahren ein Bunkermuseum drin gewesen auf der Etage und wir haben es geschafft, ungefähr 70% der Gruselkabinettbesucher ins Bunkermuseum zu ziehen. Und da denke ich, das will ich bei einem anderen Museum sehen. Also sagen wir, ein bisschen ähnlich könnte man das Dungeon sehen von der Zielgruppe her. Ich glaube nicht, dass viele Leute vom Dungeon dann ein Kombi-Ticket mit der Museumsinsel kaufen würden. Das sind zwei verschiedene Zielgruppen, was auch völlig okay ist. Aber wir haben gesagt, einfach kann jeder, wir wollen genau diese Zielgruppe erschließen. Wir haben ja auch früher das Geschichtsfestival Historiale ausgerichtet, bei dem wir mit szenischen Darstellungen die Geschichte Berlins erzählt haben. Und wir haben es geschafft, 80.000 bis 90.000 Besucher ranzuziehen, die sich zum Beispiel die Märzrevolution auf dem Alexanderplatz angeguckt haben oder das besetzte Berlin im Abgeordnetenhaus, wo wir dann aufrührerische Reden gehalten haben und französische Garden haben dann die Redner verhaftet und so weiter. Und mit diesen Szenen haben wir es geschafft, Leute niedrigschwellig an Geschichte ranzuführen, die sich eben eigentlich nicht dafür interessieren. Ich denke, das ist die Aufgabe. Und wenn die dann einmal das Interesse haben, dann können sie in die großen Museen gehen und dann können sie da gerne alles im Detail lernen. Aber wir wollen erstmal die Leute rankriegen. Weil wir jetzt gerade hier im Westberliner Wohnzimmer sind. Sie sagten, hier in diesem Bunker ist auch ein Teil der Senatsreserve untergebracht gewesen? Genau, also im gesamten Bunker waren Teile der Senatsreserve. Es waren ja über 700 Bunker und Lagerhallen, in denen das war. Und der Wanddurchbruch, in dem wir zu Anfang standen, der ist zur Zeit der Senatsreserve entstanden, um hier schneller die Paletten reinbekommen zu können. Da draußen war eine Rampe, man ist rückwärts mit dem Laster ran und hat hier jede Menge
Ölsardinen und Pfirsiche aus Kalifornien in erster Linie eingelagert. Zum Teil haben wir davon auch noch Dosen geborgen, als wir noch Räume geöffnet haben, die zu waren. Insgesamt 200 Dosen ungefähr, ordentlich verpackt. Das war vermutlich eine Inventurdifferenz, die man dann in irgendeine Ecke geschoben hat, damit es wieder stimmt. Und so ist der Bunker dann also Jahrzehnte genutzt worden, was dem Bunker sehr gut getan hat, weil dadurch eigentlich keine Vandalismusschäden oder so hier drin sind, was sehr angenehm ist, was anderen Bunkern eben nicht erspart geblieben ist. Jetzt stehen wir an der deutsch-deutschen Grenze quasi. Genau, wir müssen jetzt durch den eisernen Vorhang, um rüber in den Osten zu kommen, wie das damals eben war. Sensationell, wer hat sich denn das ausgedacht? Es war auch Monika Bauert, die gesagt hat, kaum ein Museum zeigt den eisernen Vorhang, wir tun's. Tja, Ostberliner Wohnzimmer ist es aber nur zum kleinen Teil, Herr Lenze, genau. Wenn man hier auf die Tür guckt. Genau, wir haben hier also so einmal den Verlauf. Wir haben die Zellentür aus Hohenschönhausen, die uns von der Gedenkstätte zur Verfügung gestellt wurde. Hinter mir haben wir dann das Wohnzimmer und dann an der Seite wiederum die Gethsemane-Kirche. Und dann haben wir einmal so den Ablauf in der DDR auf zwei Wände gequetscht. Das geht auch. Das versteht man ganz gut, denke ich. Und so groß waren die Wohnzimmer da ja häufig auch nicht. Das passt schon von der Wandbreite her. Man kann ja auch rausgucken und hat dann schön die Ferien draußen an der Ostsee mit dem FKK-Strand. Natürlich, FKK. Und hier die Transparente, sind die original? So halb. Die sind wirklich bei einer Demo gegen das DDR-Regime benutzt worden, allerdings am Filmset von Liebe Mauer. Das heißt, sie sind nachgemacht und wir haben sie dann von der Filmfirma bekommen. Thank you.